Herzlich willkommen, wir sind immer noch beim Instant Rave Nummer 36 von Rave the Planet. Mein Name ist Ellen und der Herr neben mir ist Namito. Hallo. Hallo. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz riesig. Danke für die Einladung. Ja, es war uns ein Bedürfnis, auf jeden Fall. Wie geht's dir denn dieser Tage so? Mir geht's gut. Ich bin sehr positiv denkender Mensch und versuche immer aus allen Situationen immer das Beste rauszuziehen und nicht mich auf die negativen Seiten zu konzentrieren. Also ich schlage mich durch auf jeden Fall. Ja, das bewundere ich auch immer sehr an dir. Und du bist auch immer so sehr informiert über die Dinge, die gerade so vor sich gehen. Also, ja. Ja, doch. Ja. Du weißt immer zu allem schlaue Sachen zu sagen. So kommt es mir zumindest immer vor. Okay, das nehme ich gerne an. Dann würde ich dir noch was anbieten. Und zwar bestell dir doch mal was Schönes zum Trinken für gleich, wenn du dann spielst. Bei unserem Zimmerservice, da wählst du einfach die neuen. Und dann bringen die uns das gleich hoch, okay, wenn wir quatschen. Hallo, mein Name ist Namito. Ich hätte gerne eine Cola. Danke. Tschüss. Das war ja süß. Hallo, mein Name ist Namita. So heißt ich. Ja, that's your name. Du bist aufgewachsen in Teheran, im Iran. Hattest dort eine eigentlich schöne Kindheit mit deiner Familie zusammen, bis dann da tatsächlich die Islamische Revolution losgebrochen ist und ein Krieg ausgebrochen ist. Dann hat dich deine Familie ja nach Deutschland geschickt. Du bist dann nach West-Berlin zu deinem Onkel gekommen. Ja. Wie hast du diese Zeit empfunden? Wie war dieser Wechsel von Teheran, Iran nach Berlin? Ja, also die Zeit im Iran war, wie du schon gesagt hast, erst sehr schön. Mein Vater war im Büro von Fadiba, also von der Königin, und war sehr nah an dem Schah. Und wurde dann ein Jahr vor der Revolution pensioniert. Empfand aber das ganze Geschehen dann, diese ganze Revolution, als extrem schlimm, und weil er sehr nah war an der Familie vom Schah. Und dann ist es halt zu dem Umsturz gekommen. Mein Onkel wurde erschossen noch während er nach Hause fuhr mit dem Auto, also unbeteiligt. Der war auch überhaupt nicht politisch, der ist einfach nach Hause gefahren und wurde irgendwie von einer Kugel direkt ins Herz getroffen. Okay, wow, das ist ja hart. Ja, das war ein sehr harter Schlag, auch für die Familie. Meine Oma war dann nie wieder dieselbe Person. So, die hat das schon richtig umgehauen. Und Augenblick, ja. Hallo, Hallöchen. Sag mal, du hast eine neue Haarfarbe, ne? Sieht toll aus. Ich war vor ein paar Tagen noch blond. Wow, sehr schön. Habe ich selber gemacht. Wow, ich komme demnächst auch mal vorbei. Bitte schön. Dankeschön, danke. Ja, nie wieder dieselbe, hattest du aufgehört. Ja, ich nehme mal einen Schluck, damit ich einen ganz damit trocken, die Kehle schön angefeuchtet ist. Ja, bei so einem Thema, da kann einem auch nur der Hals eintrocknen. Oder einem das Wort im Halse stecken bleiben. Eine krasse Geschichte. Ja, das ging dann krass weiter. die Islamische Revolution ist ja ein bisschen eine falsche Aussage. Die Revolution war ja erstmal gar nicht islamisch. Es waren mehrere Kräfte von Kommunisten ganz links und was weiß ich, wer alles da mitgemacht hat. Und dann islamische Revolution wurde erst später so genannt, weil die islamistische Kräfte einfach die anderen an die Wand gestellt haben und fertig gemacht haben. Ja. Und dann kurz danach ging dann direkt der Krieg los. Das war dann 1980, als Saddam Hussein dann Iran angegriffen hat. Wir waren damals schon unter Sanktionen wegen dieser Geiselnahme von den US-Botschaft im Iran. Und das Leben wurde nicht einfacher durch den Krieg. Dann gab es halt hier und da mal so, Teheran wurde nicht so oft angegriffen, aber schon ab und zu.
Aber auch daran gewöhnt man sich in. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist auch, das ist sehr theoretisch auf eine Art. Mhm. Aber du kannst halt, wenn beim ersten Mal gerätst du in Panik, rennst in den Keller und dann hörst du so, wie die Bombenanschläge immer näher kommen und dann an dir vorbeiziehen und dann denkst du, okay, Glück gehabt. Das ist so ein Wintersturm wahrscheinlich. Ja, es ist wie so ein krass. Also du hörst halt tatsächlich die Detonation immer näher kommen. Unglaublich. Und es zieht dann vorbei. Und dann sind die ja nochmal, ohne Ladung, sind die dann nochmal über die Stadt und haben die Schallmauer gebrochen, damit die ganzen Scheiben implodieren. Und da sind auch viele Leute dann gestorben. Und, aber nach dem fünften, sechsten Mal, dann gehst du auch schon gar nicht mehr in den Keller. Weil dann denkst du, okay, entweder es trifft einen oder nicht. Mhm. Und dein Leben geht dann einfach weiter. Also da, ich muss dazu sagen, das, was wir erlebt haben in Teheran, ist nicht vergleichbar mit dem, was in Syrien oder so. Mhm. Weil Teheran ist sehr weit entfernt von der von Irak. Mhm. Das heißt, die konnten nicht so oft einfach so ohne weiteres nach Teheran schaffen. Ja? Mhm. Syrien, ganz andere, das ist ja komplett in Schutt und Asche gelegt. Auf jeden Fall, man arrangiert sich damit, also, vor allem als Jugendlicher. So, man geht trotzdem dann Fußball spielen. Ich habe beim Fußballspielen einen Bomber gesehen. Man spielt halt weiter trotzdem. Was willst du machen? Ne? Ja, ich glaube, als Kind nimmt man das ein bisschen eher oder auch als Jugendlicher eher auf die leichte Schulter. Da hat man ja eh oftmals so die Empfindung, hey, ich bin unkaputtbar. Genau. Ne? Aber deinen Eltern ging es ja ganz anders in der Zeit. Also die haben dann tatsächlich ja so ganz drastische Maßnahmen ergriffen und haben gesagt, so der Junge muss jetzt nach Deutschland, nach West-Berlin zu seinem Onkel. Genau. Dann bist du hier in Berlin angekommen, hier in die Schule gekommen, hast extrem gut Deutsch gelernt. Also wenn man es nicht weiß und nicht reden hört, fast. Ne? Doch. Und erzähl mal, wie du dann deinen Weg in die Musik gefunden hast. Du hast bei deinem Onkel gelebt, dann bist du ins Osho-Haus hier, in so eine Osho-Kommune reingeraten. Genau. Also ich bin, erstens wusste ich gar nicht, dass ich auswandern darf. Aha. Also die haben das Ganze ohne mich geplant. Aha. Und haben eine Woche vorm Abflug haben gesagt, okay, du ziehst jetzt nach Deutschland. Und das fand ich auch überhaupt nicht cool. Muss ein Schock gewesen sein. Ja, das war also schon ein harter Schock, weil ich wirklich eigentlich sehr, sehr happy war. Also ich hatte meine Familie da, sehr gute Freunde. Ich war verliebt in ein Mädchen und keiner wusste es. Also ich war fast 14. Mhm. Ja, das sind immer die unsterblichen Lieben. Ja, und dann hieß es auf einmal, ja, du musst jetzt weg. Und dann, genau, und dann bin ich in Deutschland angekommen, war ein bisschen enttäuscht erst, weil wir haben dieses Image, was wir vom Westen hatten, war so mit Hochglanz und was weiß ich, Hochhäuser. Okay, und dann kommst du nach West-Berlin. Und dann komme ich nach West-Berlin und dachte, was ist denn hier los? Scheiß Ghetto hier. Was sind alle Häuser so auf halb acht? Das war wirklich so. Okay. Und dann war auch September, als ich dann hier, also Ende August bin ich angekommen. Mhm. Und dann war auch schon so herbstlich. Ah, da ging die Schmuddelwetterzeit. Und dann los, so, ich ne? so, Gott. Und ich werde nie vergessen, ich habe im Iran, ich kannte in unserer Straße fast alle beim Namen. Ja. Mhm. Und man hat sich immer begrüßt. Und dann im Haus habe ich dann all mein, das erste Mal, wo ich einen Nachbarn gesehen habe, habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe gesagt, guten Tag auf Deutsch, und der hat mich angeguckt, hat gar nicht geantwortet. Okay. Und ich so, okay. Aber andere Länder, andere Sitten. Und dann, ja, und dann war das so, dass mein Onkel sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass mein Deutsch einwandfrei wird. Und erst, der hat mir so Aufgaben gegeben. Mhm. Und dann am nächsten Tag sollte ich das beantworten, das erste Mal. Und dann hatte ich da so halbherzig so ein bisschen. Okay. Und dann gab es richtig Ärger.
Und es war dann eher aus Respekt und Angst, dass ich mich reingekniet habe. Mhm. Und dann bin ich auch nach einem Monat direkt eingeschult worden. Well, also du hast Deutsch auf dem Niveau in einem Monat gelernt, dass in die Schule gegangen bist. Nein, ich habe die 7. Klasse wiederholt. Aha. Und der Deal war, dass nur meine Entwicklung in Deutsch beurteilt wird. Ich nehme an allen Fächern teil, aber das ist egal, ob ich da jetzt überall 6 schreibe. Okay. Und nee, es ging nur darum, dass ich Deutsch lerne. Mhm. Und das ging, also so wie ich jetzt spreche, ging nach 2 Jahren. Also das war aber halt wirklich täglich Schule, nur deutsche Freunde gehabt halt mein Onkel, der hat überhaupt keinen Spaß verstanden, wenn es um Deutsch lernen ging. Und da bin ich ihm auch dankbar dafür, weil das alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Ja, toll. Und dann bist du irgendwann dann in diese Osho-Community gekommen und hast dann dort den Weg ins DJing gefunden. Ja, also mein... Das war 89, ne? Genau, und das so nach 1-2 Jahren bei meinem Onkel ist unser Verhältnis ein bisschen gekippt. Oh. Das war dann, ich glaube, ich war kein einfacher Mensch, so, kein einfacher Teenie. Ist auch also aus meiner Sicht verständlich auf eine Art, weil ich war in so einer komischen Situation. Ich kam aus einem Kriegsland nach Deutschland, wo es alles in Überfluss gab. Mhm. Und das ist schon eine Umstellung. Ne? Und ich war wirklich so merkwürdig auch drauf und habe da komische Sachen gemacht. Und mein Onkel war damit überfordert, glaube ich, dass er auf einmal so einen pubertierenden Jungen Hatte der eigene Kinder? Nein. Okay, natürlich. Also wenn er dann plötzlich mit einem Teenager konfrontiert wird und in die Rolle nicht reinwachsen konnte, das war wahrscheinlich für ihn auch nicht ganz unbedingt. Ja, das war dann, das wurde dann ein bisschen unschön. Mhm. Und zeitgleich hatte ich Freunde in der Schule, die in der Kommune gelebt haben. Mhm. Und bin dann immer jeden Montag dahin zum Fußballspielen und sind alle nach Rehberge gefahren, haben da zusammen gespielt. Und da habe ich mitgekriegt, wie leicht das Leben da war, wie auch liebevoll die miteinander umgegangen sind. Bei mir zu Hause war es alles sehr reguliert und sehr auf. Ja, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Und bei denen war das alles so im Fluss auf eine Art, ja. Und das waren 50 Leute, die zusammen gelebt haben und die hatten auch eine Disco und ich bin dann immer... Far-Out. Far-Out hieß ja. Ich wusste was mit Out. dann hat mich das immer mehr da reingezogen, weil es einfach angenehmer war, da zu sein. Und ich bin dann so lange zum Jugendamt gerannt. Ach Gott. Hab die so lange genervt, bis sie sich angehört haben, was ich zu sagen hatte. Mhm. Ich will weg von diesem Haus, bevor ihnen ein Unglück passiert. Ach, hey. Und ich möchte in die Kommune. Und das war ja eine Osho-Kommune. Das war damals so... Wirklich, die hatten alle Angst davor und dachten, das ist so wie Scientology und alle werden so brainwashed. Und der Typ kam aber immer mal nach 1000 Mal in die Generve von mir, kam er dann immer mal, hat sich das angeguckt, wie das da ist und hat dann dem zugestimmt. Dann haben die auch dann Gott sei Dank zugestimmt und dann bin ich als erster Nicht-Saniastin in die Kommune gezogen. Mhm. Also damals hieß sie noch Ali. Und das waren noch ein paar gar nicht so schön da. Ich dachte, was will denn der hier eigentlich? Okay. Aber ich hatte ganz viele Herzen gewonnen, gerade von den Mädels. Eine Womanizer. Nein, das war einfach, die haben so ein bisschen ihrem Mutterinstinkt kam, so ein bisschen. Die wollten mich so beschützen. Ja, und dann bin ich da reingezogen unter auch harten Auflagen. So, du musst Abitur machen und du musst deine, keine Drogen und wie auch immer. Und dann, so nach einem halben Jahr, habe ich aber die Schule geschmissen. Bin dann voll. Aber die haben dich drin behalten. Ja, das war dann irgendwie, haben die das nachvollziehen können, weil mein
mein Schullehrer, der hat um die Ecke gewohnt und war ein totaler Anti-Osho-Aktivist. Und der wollte mich auch loswerden. Also das war, der hat einfach keine Mühen ausgelassen, um mich da irgendwie so aus der Schule zu bekommen. Und okay. Hat sich auch am Ende sehr gefreut, dass ich ihm, als ich ihm gesagt habe, ich gehe jetzt. Der war wirklich, der hat... Ein Vorzeigepädagoge, ich merke schon. Ja, aber im Prinzip hat er mir einen Gefallen getan, weil ja. Ich habe... ich hätte auch die Schule, also intelligent genug bin ich, um Abitur zu machen. Das muss mir kein Lehrer bestätigen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich dann einfach, dass er mir gar keine andere Wahl gelassen hat, habe ich mich halt voll auf die auf das DJing reingestürzt. Mhm. Und das hast du dann aber auch in dem Laden da angefangen. Da hatten die so ein fixes Plattenkontingent, hast du mir irgendwann mal erzählt, aber es war dir dann irgendwann zu langweilig. Genau, doch, die haben halt immer so ein Programm gehabt, was sie so runtergerissen haben. Also jedes Wochenende das gleiche oder was? Jeden Tag. Wir haben sechs Tage die Woche aufgehabt. Ja, also und das war dann immer so, oh nee, der hat jetzt Michael Jackson, Billie Jean gespielt, jetzt kommt das. Und dann immer so habe ich versucht, die davon zu überzeugen, von diesen 3000 Platten, die sie da haben, doch nicht nur 80 zu spielen am Abend. Und das war, ja, nee, die verstehen das nicht und so. Und das fand ich aber irgendwie so lahm. Ja. Weißt du, so, ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass ich nur wie so ein Automat da so Sachen runterreiße. Und habe die dann wieder so lange genervt, bis die mir gezeigt haben. Du bist ein sehr hartnäckiger Mensch. Ich bin ein hartnäckiger Mensch und meine Tochter auch. Ja. Die hat das voll geerbt. Das ist süß. Ja. Ich find's gut, weil das ist nervig zwar auch für mich jetzt, wenn die dann so immer so zielstrebig auf das, was sie will, zusteuert. Ja. Aber ich habe gute Erfahrungen selber gemacht damit. Für manche Sachen muss man halt einfach kämpfen und dafür gehen und nicht darauf achten, jetzt was andere so davon halten. Ja. Einfach für sich selber einstehen. Und das bedeutet aber auch, dass man wissen muss, was man selber möchte. Genau. Bedeutet auch wiederum, dass man erstmal sich selber ergründen muss. Genau. Also die Auseinandersetzung mit dem Selbst. Ja. Sehr spannend. Mein Lieber, ich habe eigentlich noch eine Million Fragen. Und es macht auch echt Spaß, mit dir ausführlich über diese Dinge zu reden. Aber ich glaube, aufgrund der Zeit, die uns ja auch irgendwann ausgeht, müssen wir jetzt mal ein, zwei Sachen überspringen. Du hast 96 dann mit Musikproduktion angefangen. Das bedeutet, ja. 2021 ist für dich eigentlich ein Jubiläumsjahr. Ja, 25 Jahre. 25 Jahre Musikproduktion. Ja. DJ bist du schon länger, haben wir ja gerade gehört. Aber Musikproduktion seit 25 Jahren. Erzähl mal, was steht in 2021 bei dir an? Ich arbeite dran jetzt, dass ich so ein Remix-Paket von meinem Backkatalog mache, von den Künstlern, die mich am meisten berührt haben. So, so, nenn mal ein paar Namen, wer war das? So, das sind zum Beispiel den Dubfire, den Panpot habe ich gefragt, der Grandmaster Flash, den habe ich auch gefragt, der hat auch sofort zugesagt. Und ja, jetzt arbeite ich gerade daran, die anderen so für mich rauszufinden, okay, wer waren so, wer hat dich am meisten gekickt in diesen 25 Jahren und würde der für dich einen Remix machen, weil ich brauche ja jetzt nicht irgendwelche Leute fragen, die ich überhaupt nicht kenne, aber das ist eine schwierige Situation, aber ich bin ja stur. Schön, dass du das nochmal sagst. Aber ich glaube, also da kommen ein paar gute Leute zusammen und dann schauen wir mal. Man braucht ja auch jetzt nicht irre viele Sachen. Ich will aber halt das kommunizieren, dass es seit 25 Jahren läuft. Und ich meine, es ist ja auch mal schön, den Leuten, die einem in so einer langen Zeit was gegeben haben, auch mal Tribut zu zollen und sagen, hey, du bist so bewegend in meinem Leben oder hast mein Leben so bewegt, mich so bewegt. Möchtest du mitmachen? Mhm. Ich möchte dir gerne die Gelegenheit geben, in meiner Story nochmal richtig aufzutauchen. Mhm. Das finde ich total schön. Aber mit Grandmaster Flash hast du ja auch schon andere tolle Projekte gemeinsam gemacht. Ihr habt nämlich für eine Netflix-Serie zusammen auch Musik gemacht, ne? Ja, also ich arbeite mit Flash schon
fast 10 Jahre jetzt. Oh, so lange schon. Ja, also wow. Wir haben, der war mal hier in Berlin und hat nach Produzenten gesucht. Mhm. Und die haben halt immer bei dem Namen sofort Dollarzeichen. Waren so große so, so Vorschüsse gefordert und er hat das überhaupt nicht eingesehen. Mhm. Zumal er die halt auch nicht so gut kannte. Und dann war sein Manager, mein ehemaliger Booker damals. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es auch noch den Namito, der ist jetzt nicht so mega bekannt, so. Aber der ist gut. Aber der ist, der kann sein Ding machen. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns gut verstanden. Und es ist eigentlich draußen Freundschaft geworden. Also das der, ist schön. Der, und dann bei dieser Netflix-Serie, The Get Down, zum Beispiel wollte die Produktionsfirma, also Sony wollte nicht, dass ich eingeflogen werde nach Amerika für die Produktion. Weil die meinen, wir haben Leute, unsere eigenen Leute hier. Und er hat gesagt, entweder kommt er oder ich mach's nicht. Geil. Und dann, also der, wenn du einmal in, seinen, in seine Familie da aufgenommen wirst, dann versteht er auch keinen Spaß. Ne? Mhm. Das fand ich sehr cool. Das ist sehr oldschool auf eine Art. Ja, das ist wunderschön. Ja, es war wirklich, und er meinte, ja, nimm dir einen schönen Flug und ein schönes Hotel. Die Sony zahlt das schon. Ja, genau. Ja, der hat die wirklich dazu gebracht. Wir haben dann am Ende war ich gar nicht so viel im Hotel. Ich war die ganze Zeit bei ihm in der Wohnung und haben wir gearbeitet halt. Ja. Aber das wollte er halt auch so, ey, ich will, dass der Typ kommt, weil er weiß, was ich will. Mhm. So. Wir haben uns halt ich, so eingearbeitet, dass ich, wenn er sagt, du, ich geh mal kurz raus, mach das, was ich immer mag, dann weiß ich, was er will. Mhm. Was, und das muss er halt jetzt einen neuen, dann müsste er das 1000 Mal erklären. Mhm. Aber ja, das ist dann irgendwie so, also über die Jahre eher eine Freundschaft geworden. Schön. Ja. Okay, und also 2021 feierst du jetzt dieses Jubiläum. Grandmaster Flash ist auch mit dabei. Hast du sonst irgendwelche guten Vorsätze für 2021? Ja, ich habe im ersten Lockdown im März habe ich für mich so selber so ein damit ich nicht komplett durchdrehe, weil das war so eine komische neue Situation. Mhm. Ich war alleine mit meiner Tochter, ihre Mama war irgendwo in Thailand hängen geblieben und dann dachte ich, okay, wie kannst du dafür sorgen, dass du irgendwie so einen Arbeitsalltag trotzdem zu Hause hast? Und habe beschlossen, dass ich jeden Tag oder jede Nacht, wie auch immer, eine Ambient-Nummer aufnehme. Mhm. Weil nach Tanzmusik war mir nicht zumute, ja. Mhm. Also, und dann habe ich das auch durchgezogen, habe so, ich glaube, 25 Tracks gemacht, die sind auch jeden Abend angefangen und zu Ende gebracht. Ich habe die auch nicht mehr so groß bearbeitet, ja. Mhm. Und das war alles zu Hause, also es war nichts im Studio, sehr reduziert alles. Ja. Und da die Sachen haben tatsächlich eine Magie und dann haben so diese Stimmung des Tages auch immer angefangen. Manchmal ist es sehr dark, manchmal ist es sehr, ja okay, jetzt kommt doch wieder die Bewegung ins Spiel und ja, dafür werde ich jetzt ein Label gründen und werde es Ort und Zeit nennen. Ah, okay. Und ja, daran arbeite ich gerade, habe jetzt gerade das Logo machen lassen. Machst du nicht selber? Ich habe das bei Übersee alles selber gemacht, aber ich habe einen, besser gesagt meine Freundin, mit der ich das mache, das Label auch, wir haben einen Künstler im Iran gefunden über Instagram, der unglaublich talentiert ist. Und, wie heißt der? Ich weiß seinen Namen gar nicht, sie hat den rausgefunden und der hat jetzt wirklich ganz tolle Arbeit geliefert, so ganz viele Vorschläge und wir haben uns für ein Logo entschieden. Ist auch wirklich vom Preis-Leistung super, okay. Weil der Euro, das ist halt so mega in die Höhe geschossen im Iran. Also aber hast du quasi so die eierlegende Wollmilchsau, einen tollen Artist, der dir dein Logo macht und dann auch noch einen guten Preis. Das ist doch ein Schnäppchen. Genau, und ich finde aber auch, also ich, ja. Also ich persönlich würde ihn am liebsten beteiligen. Mhm. So. Kann man ja machen, aber das Problem ist, die sind von der Finanzwelt einfach abgeschnitten, die Iraner, okay. Durch die Sanktionen. Das heißt, ich kann nicht sagen, gib mir mal deine PayPal-Nummer. Schick ihm Bitcoins.
Bitcoins könnt ihr schicken. Ich beschäftige mich mit dem Thema auch tatsächlich. Aha. Und mit Kryptowährung und Blockchain. Aber ja, das ist nicht so einfach, auch da nach Iran so Zahlungen zu tätigen. Aber auf jeden Fall, was ich mir vorgenommen habe, ist, ihn einfach auch weiter zu empfehlen für Leute, die wirklich tolle Qualität haben wollen und guten Preis. Weil für ihn ist das Geld dann auch schon, das ist der Preis, den er uns gesagt hat. Ich habe den nicht runtergehandelt. Das heißt, das ist aber trotzdem gut für mich. Ja? Schön. Das würde mich hier viel mehr kosten. Mhm. Und, aber es ist auch dann ein Artist im Iran wird dann unterstützt, der wirklich sehr talentiert ist. Und da haben wir wieder den Bogen zu deiner Heimat dann geschlagen. Genau, ja, genau. Super. Das, irgendwie werde ich Iran nicht los. Nee, und das ist auch gut so. Ja. Dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Wir sollten das Interview irgendwann mal fortsetzen, dass ich meine restlichen Fragen noch unterkriege. Ihr seht, Namito hat wirklich sehr viel zu erzählen und eine spannende Love Parade-Geschichte hast du auch noch auf Lager. Die werden wir dann auch irgendwann nochmal aus dir rausquetschen. Ja. Ich habe ja gehört, du hast viele, aber die kann man nicht alle erzählen. Ich war jung. Ja, das waren wir alle mal. Namito, schön, dass du heute hier bist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Auflegen. Euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Und eine kleine Sache haben wir noch. Und zwar ein Gewinnspiel. Denn das Hotel Berlin, in dem wir hier sind, hat uns Gutscheine zur Verfügung gestellt, die wir an euch durchreichen möchten. Wenn ihr unsere Streams teilt mit Namito, Gabriel Ananda und Intacto gehen, dann könnt ihr Gutscheine gewinnen. Und zwar gar nicht so wenige, sondern sogar richtig viele. 12 oder 13 Stück sind es an der Zahl. Alles, was ihr machen müsst, ist unsere Streams teilen. Verwende dazu das Hashtag Brave the Planet und das Hashtag Hotel Berlin, denn so heißt die Bude hier. Und dann könnt ihr automatisch durch das Teilen schon an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und viel Spaß mit dem Sound von Namito.